Guten Tag und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge sinusförmige Funktionen. Sinusförmige Funktionen sind für den Elektrotechniker essentiell. Sie werden allerdings auch schon in der Schule gelehrt und auch in der begleiteten Vorlesung zur Mathematik. Das heißt, wenn Sie sich damit auskennen, brauchen Sie diese Folge jetzt nicht im Einzelnen sich anzuschauen. Wenn Sie allerdings denken, dass Sie da vielleicht doch noch Schwierigkeiten haben, dann hören Sie gut zu. Wir schauen uns heute an, was sinusförmige Funktionen in der Geometrie bedeuten, was sie bei drehenden Systemen dann für eine Funktion haben und wie das dann sich im Zeitbereich auswirkt. Zum Schluss lernen wir einige Kennwerte und Rechenregeln kennen. Warum beschäftigen wir uns damit? Nun, in der Elektrotechnik haben wir häufig drehende Maschinen. Und da sind natürlich sinusförmige Funktionen grundsätzlich vorkommend. Außerdem haben sinusförmige Funktionen interessante Eigenschaften. Sie sind nämlich beliebig oft differenzier- und integrierbar. Das heißt, die Form der Kurve bleibt beim Differenzieren und Integrieren erhalten. Durch Filtern werden viele Signale früher oder später zum Sinus. Außerdem können wir im Grunde beliebige Signale, die also sich nicht nur sinusförmig verhalten, aber periodisch sind, am Ende durch eine Überlagerung durch Sinus- und auch Cosinus-Funktionen darstellen. Und auf die Weise können wir auch für beliebige Funktionen das anwenden, was wir für Sinus- und Cosinus-Funktionen gelernt haben. Mit einem Wort, Sinus und Cosinus wird Ihnen in der Elektrotechnik alle Nase lang wieder begegnen und in diesem Semester besonders. Gut, Sinus und Cosinus beziehen sich vor allem auf Dreiecke, auf rechtwinklige Dreiecke, wie dieses hier, das hier unten rechts einen rechten Winkel hat. Und solche Dreiecke beschreibt man mit den Seiten, und zwar folgendermaßen. Die Seiten, die an dem rechten Winkel sich anlehnen, nennt man Ankathete und Gegenkathete. Und die Seite, die die beiden Seiten verbindet, das ist die sogenannte Hypotenuse. Wenn man von der Gegenkathete auf die Spitze schaut, sieht man dort einen Winkel, den Winkel Alpha. Diesen Winkel, das ist der Winkel, mit dem wir uns jetzt genauer beschäftigen. Es gilt, dass wenn wir die Länge dieser Gegenkathete geteilt durch die Hypotenuse, durch diese Verbindung teilen, dann bekommen wir den sogenannten Sinus des Winkels Alphas. Also Gegenkathete durch Hypotenuse ist der Sinus. Und wenn wir die Ankathete hier unten, diese Länge, durch die Hypotenuse teilen, bekommen wir den Cosinus. Grundsätzlich gilt, dass Sinus und Cosinus sich in einem Bereich zwischen minus 1 und 1 aufhalten, denn die Gegenkathete oder auch die Ankathete kann ja niemals länger sein als diese Verbindung, diese Hypotenuse. Und wenn wir uns jetzt einmal aufzeichnen, wie denn jetzt der Sinus oder der Cosinus als Funktion von diesem Winkel Alpha sich darstellt, bekommen wir folgendes Bild. Auf der X-Achse haben wir jetzt dargestellt den Winkel Alpha einmal in Grad oder auf Englisch in Degree. Also 90, 180, 270, 360 Grad. 360 Grad ist dann also einmal um den Kreis herum. Gleichzeitig haben wir ihn auch in Bogenmaß, wo dann also einmal komplett rum 2 Pi entsprechen.
Und jetzt fangen wir einmal an, indem wir jetzt hier einen Fall haben, wo der Winkel Alpha genau 45 Grad ist. Ankathete, Gegenkathete sind gleich groß. Dann stellen wir fest, dass wir also diesen Punkt jetzt hier für den Sinus erhalten. Wir schauen uns noch einige andere Punkte an. Zum Beispiel sind wir jetzt hier bei 90 Grad. Das heißt, das Ding steht genau senkrecht. Dann ist die Gegenkathete genauso groß wie die Hypotenuse, wie wir hier in diesem Bild sehen. Und wenn wir jetzt den Winkel Alpha noch weiter kippen, also über die 90 Grad hinaus, bekommen wir diesen Punkt. Und wenn wir ihn noch über 180 Grad hinaus kippen, dann wird der Wert sogar negativ, wie wir hier sehen. Und wenn wir das noch ein bisschen häufiger machen und die Punkte alle verbinden, bekommen wir also diesen Verlauf, der Ihnen vielleicht auch schon sicherlich bekannt vorkommen könnte. Gut. Was hat der Sinus jetzt mit der Zeit zu tun? Nun, wenn wir also eine Maschine haben, die rotiert, vielleicht gleichmäßig rotiert, dann entspricht praktisch der Zeitverlauf einem entsprechenden Winkel. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier in 20 Millisekunden einmal herumkommen und dann würden wir also praktisch vielleicht anfangen hier bei einem Winkel Alpha. Bei t gleich 0, das sehen wir jetzt ja an diesem Punkt jetzt hier. Und dann nehmen wir weitere Beispiele. Vielleicht hier nach t1 hätten wir einen weiteren Winkelwert und so weiter. Treiben wir das ganze Spielchen, dass wir also praktisch die horizontale Achse mit der Zeit entsprechend einem Winkel gleichsetzen. Den haben wir jetzt hier unten nochmal entsprechend eingetragen. So, das heißt, wir haben also letzten Endes eine Funktion des Winkels, der allerdings jetzt hier auf der Zeit abgetragen ist. Ja? Und wenn wir jetzt hier die Funktion der Zeit uns aufzeichnen, dann sehen wir, die Spannung nach einer bestimmten Zeit ist die Spitzenspannung 2 Volt mal der Sinus von dem Winkel, den wir zu diesem Zeitpunkt haben. So. Der Winkel Alpha von t, der nimmt aber linear mit der Zeit zu. Ist in unserem konkreten Fall jetzt hier 360 Grad mal Zeit durch 20 Millisekunden plus 30 Grad am Anfang. Und wenn wir das jetzt hier praktisch einsetzen, bekommen wir also für unseren konkreten Fall diese Gleichung für den Zeitverlauf. Ja? Da steht dann also hier praktisch Alpha von t entsprechend eingesetzt. Wenn wir das jetzt allgemein aufschreiben, dann sehen wir, aha, unser Winkel Alpha, den können wir beschreiben als einmal rum mal t durch die Periodendauer, also die Zeit, die es dauert, einmal rumzukommen, plus noch einen Winkel zusätzlich und diesen Winkel nennen wir üblicherweise Phi, also mit dem griechischen Buchstaben Phi wird er bezeichnet. Jetzt können wir die Periodendauer t auch ausdrücken als das Inverse davon, nämlich die Frequenz. Das heißt, wir können dann schreiben, also unser Winkel Alpha verhält sich mit der Zeit wie 2 Pi mal Frequenz mal die Zeit plus diesen Winkel, den es am Anfang hat. So, das heißt, wenn wir diesen Winkel jetzt, diese allgemeine Beschreibung des Winkels in unsere Gleichung einsetzen, dann bekommen wir praktisch diese Gleichung heraus, nämlich dass unser Spannungsverlauf ein U0, das ist die Spitzenspannung, aber auch Amplitude genannt, mal Sinus und dann steht hier 2 Pi mal F mal T plus Phi, das ist jetzt hier das Phi, unser Winkel am Anfang und F ist die Frequenz, mit der das Ganze sich dreht. Das ist die allgemeine Funktion für solche drehenden Funktionen, aber auch für schwingende Systeme, die sich sehr ähnlich wie drehende Systeme verhalten. Um es bequemer zu schreiben, fassen wir 2 Pi mal F zusammen zur sogenannten Kreisfrequenz. Das ist also praktisch beschreibt, wie viel Winkel innerhalb einer gewissen Zeit zurückgelegt wird. Und damit ergibt sich dann für unsere allgemeine Gleichung für den Sinus in der Zeitfunktion, das ist U0 mal Sinus Omega mal T plus Phi.
Hier steckt tatsächlich also diese Kreisfrequenz 2 Pi mal f drin. Ja, schauen wir uns einmal einige Kennwerte für Sinus und diesmal auch Cosinus-Funktionen an. Und wichtig, die Amplitude, also ohne weitere Vorfaktor, ist grundsätzlich 1. Das heißt, das ist der Maximalwert, den ein Sinus oder Cosinus annehmen kann. Der Mittelwert über eine Periode ist in beiden Fällen immer 0. Und der Effektivwert, dazu kommen wir später, beträgt 1 durch Wurzel 2, also 0,707 und dann ein paar weitere Kommastellen. Wenn wir jetzt so einen Sinus skizzieren wollen, da hilft es uns, wenn wir die ein oder anderen Werte auswendig kennen. Wir haben ja schon gesagt, hier bei Winkel gleich 0, sieht man ja direkt, ist der Sinus gleich 0 und der Cosinus ist dann 1. Jetzt gehen wir weiter, es gibt einen weiteren Punkt, nämlich bei 30 Grad entsprechend, da ist der Sinus genau 1/2. Das kann man sich gut merken zum Zeichnen und überhaupt, dass also bei einem Winkel von 30 Grad der Sinus genau 1/2 ist. Der Cosinus hat dann irgendeinen krummen Wert, den weiß ich nicht auswendig. So, bei 45 Grad, da haben wir genau den Sinus gleich dem Cosinus, da schneiden sich die Kurven und der Wert nimmt genau 1 durch Wurzel 2 an. Das hängt mit dem Pythagoras zusammen, dass also a² plus b² gleich c² ist. Und da sehen wir hier, wenn beide gleich lang sind bei 45 Grad, kommt da also das Ergebnis 1 durch Wurzel 2 heraus. So, dann haben wir hier bei 60 Grad praktisch den umgekehrten Fall zu dem bei 30 Grad. Hier ist nämlich der Cosinus genau 1/2 und der Sinus hat irgendeinen krummen Wert. So, dann zum Schluss noch 90 Grad, da ist der Sinus gleich 1, der Cosinus gleich 0. Und wenn wir jetzt in der Zeit noch weitergehen, dann bekommen wir weitere Punkte, die dann entsprechend zyklisch vertauscht sind. Das heißt also hier bei 120 Grad und 150 Grad haben wir also auch geschickte Kennwerte, die uns dann beim Zeichnen oder Ablesen helfen können. Auf diese Punkte komme ich vielleicht nochmal in der Übung zurück, je nachdem, wie sich die Zeit ergibt. Gut, kommen wir zu Rechenregeln, die wir im Zeitbereich mit Sinus und Cosinus anwenden können, oder besser gesagt im Winkelbereich, ja hier Zeitbereich. Wenn wir also den Verlauf einer Cosinusfunktion haben, dann wissen wir vielleicht noch hoffentlich aus Mathematik oder Schule, die erste Ableitung davon ist innere Ableitung, nämlich mal Omega, und dann die Ableitung von Cosinus ist der Minus Sinus. Das heißt, die erste Ableitung ist eine sehr ähnliche vom Verlauf her und ist einfach mit Omega mal genommen. Das habe ich hier angedeutet, dass die Amplitude hier ein wenig größer ist. Meistens ist dieser Faktor schon deutlich größer. Aber der Verlauf, der bleibt uns erhalten. Und wenn wir weiter ableiten, dann bleibt uns der Verlauf ebenfalls erhalten. Dasselbe gilt dann entsprechend beim Integrieren. Beim Integrieren kommt der Vorfaktor mit 1 durch Omega davor und wir haben praktisch eine Phasenverschiebung um 90 Grad jeweils nach rechts und der Verlauf bleibt ebenfalls erhalten. Das heißt, Integrieren und Differenzieren zeigt sich bei Sinus und Cosinus vor allem dadurch, dass wir eine andere Phasenverschiebung bekommen, nämlich genau 90 Grad dazu oder abziehen und eine entsprechende Amplitudenänderung. Das ist relativ einfach und praktisch. Das Addieren von Sinus- und Cosinusfunktionen im Zeitbereich ist allerdings schon etwas komplizierter. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier so zwei verschiedene Funktionen, U1 und U2, mit zwei verschiedenen Amplituden, immerhin mit derselben Frequenz, das ist eine Randbedingung hier, und also mit derselben Winkelfrequenz, Kreisfrequenz, und sie haben aber eine beliebige Phasenverschiebung Phi1 und Phi2. Wenn wir die beiden addieren,
Ja, U1 mal Sinus Omega T plus C1 plus U2 mal Sinus Omega T plus C2, dann kann man zeigen, es kommt wieder ein Verlauf raus mit U-Dach mal Sinus Omega T und einer Phasenverschiebung. Die ist aber jetzt gilt auszurechnen. Das heißt, wir müssen jetzt ausrechnen, wie groß ist jetzt hier unsere neue Amplitude und die neue Phasenverschiebung. Und da gilt dann folgende Gleichung. Für die Amplitude gilt dann also hier der Kosinussatz, der hier dargestellt ist. Und für den Winkel, für die Phasenverschiebung, da können wir bequem den Tangens dieses Winkels ausrechnen nach dieser Gleichung, die hier dargestellt ist. Und entsprechend umgekehrt können Sie dann natürlich den Winkel direkt aus dem Arcus-Tangens ausrechnen. Sehen, das ist schon etwas unhandlicher. Mit dem Taschenrechner möchten Sie das vielleicht nicht so gerne in der Klausur machen. Und aus diesem Grunde lernen wir in den nächsten Folgen Methoden kennen, wie wir uns das Rechnen wesentlich bequemer machen, indem wir die sogenannten komplexen Zahlen einführen und verwenden. Ja, damit möchte ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.